knapp 250 geladene Gäste folgende Einladung zur Eröffnung von Autobaugründer Freddy Lienhardt. Nach dem Corona-Check traf man sich zum Smalltalk und nahm anschließend Platz in einer der Eventhallen zur Eröffnungszeremonie. Das begeisterte Publikum verfolgte die Eröffnungsreden von Freddy Lienhardt und Alicia Regazzoni, der Tochter des ehemaligen Schweizer Formel-1-Stars. Obligatorisch für die Regazzoni-Sammlung wurde dessen Siegerpokal vom Grand Prix Monza 1974 übergeben. Anschließend wurde mit den anwesenden Gästen feierlich der Neubau eröffnet und die Gäste konnten sich ein Bild von der neuen Claire Regazzoni-Ausstellung machen und erstmals die Fahrzeuge und Trophäensammlung bestaunen. Ab sofort dreht sich im Clay Regazzoni Honor Room alles um die Schweizer Rennsportlegende. Gezeigt werden Fahrzeuge von Regazzoni, die er privat fuhr. Highlights neben seinen privaten Fahrzeugen sind aber sicherlich die Rennfahrzeuge, die Regazzoni erfolgreich bewegte. Ein wichtiges Auto in seiner Karriere war sicherlich der Techno Formel 2 aus dem Jahr 1970, denn mit genau diesem Auto wurde Regazzoni 1970 Formel 2 Europameister. Das Highlight hier ist der Formel 1 Ferrari 312 B3 aus dem Jahr 1974, mit dem Clay Regazzoni 1974 den großen Preis von Deutschland gewann und in der Formel 1 Vizeweltmeister wurde. Neben seinen Fahrzeugen können Regazzoni-Fans seine gesamte Trophäensammlung bestaunen und durch zahlreiche Bilder in die Welt des Clay Regazzoni eintauchen. Neben seinen originalen Rennanzügen und Hellen gibt es auch für die kleinen Gäste etwas zu gucken, denn alle Rennfahrzeuge gibt es auch in Miniaturausführung zu sehen. Ich meine, das ist schön, das ist überhaupt die Freude, die die Leute gehabt haben und gezeigt haben, das Sharing von der Passion, also dieses gemeinsam, diese Begeisterung teilen, das ist einfach etwas vom Schönsten. Das kann man nicht kaufen. Und das freut mich sehr. Das war für mich in dem Sinne ein einmaliger Tag. Können wir nicht so wiederholen, denke ich. Aber man weiß ja nie. Ich habe ja gesagt, das neue Buch von Autobau heißt Autobau ist nie fertig. Und so muss man das sehen. Es geht weiter. Okay. Aber das, was der Freddy Lienhardt da ermöglicht hat mit der Familie Regazzoni zusammen, allen Frauen, Pia Maria und Alessia, das ist unglaublich. Unglaublich. Also, irre. Es ist einfach, es ist ganz toll. Ich muss sagen, man muss Freddy Junior und Freddy Senior bedanken, weil das sind die einzigen Leute, die das in der Schweiz machen. Und es freut mich auch, weil ich habe auch Clay persönlich gekannt und was sie hier gemacht haben, das ist einfach großartig. Und ich meine, das ist Geschichte von der Schweizer Rennsport, Geschichte von der Schweiz, ganz einfach. Und dank diesen Leuten, man kann die Geschichte weiterleiten zu der jungen Generation und für alle Leute, die die Geschichte nicht kennen.